Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, was sich auch schon häufig gewünscht wurde. Und zwar geht es um die kostenlose Freelancer, die alle, die aktuell Star Citizen spielen, vom Entwickler einfach, ja, ich sag mal, geschenkt bekommen. Aber wichtig, nur temporär. Viele fragen, wo kommt die her, was ist das, was hat es damit auf sich? Das ist im Prinzip ein Schiff, was sie euch zur Verfügung stellen, um ein Problem in Star Citizen zu umgehen, was aktuell noch nicht so richtig gefixt werden kann. Das heißt, irgendwann ist diese Freelancer wieder weg. Aber wenn wir die schon haben, und solange wir sie haben, können wir sie hier auch mal benutzen. Und das ist eben gerade für die ganzen Einsteiger unter euch bestimmt sehr interessant, weil die meisten dürften ein Aurora MR Game Package haben oder eine Mustang Alpha oder auch eine Avenger Titan. Und das sind ja alles recht kleine Einsteiger-Starterschiffe, wie auch immer. Und die haben halt ihre Begrenzungen. Die Freelancer hingegen ist ein recht großes Multicrew-Schiff mit viel, viel mehr Platz, mit viel, viel mehr Frachtraum und mit deutlich krasseren Waffen und Schilden. Und wenn wir die schon haben, sollten wir sie vielleicht auch mal benutzen, um ins Spiel reinzukommen und ein bisschen was in-game zu erspielen. Und genau darum soll es heute gehen. An der Stelle übrigens nochmal der Hinweis an euch, wenn ihr euch das Spiel noch nicht geholt habt oder euch jetzt holen wollt, denkt auf jeden Fall an den Referral-Code, das ist der hier, ihr könnt auch den Link unten in der Beschreibung benutzen, denn ihr bekommt aktuell, ich habe es schon im Stream erzählt, ich zeige es euch nochmal ganz kurz hier an der Stelle, ihr bekommt aktuell folgendes Item kostenlos mit dazu, wenn ihr den Referral-Code benutzt, nämlich dieses Auto. Das ist ein kleiner Zweisitzer, so ein Greycat Buggy. Der ist es nicht besonders mächtig, aber der hat immerhin einen 15-Dollar Wert. Den habt ihr dann auch permanent, also der wird nicht resettet oder sonst irgendwas. Und es kostet euch keinen Cent mehr. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte, die, wenn sie euch interessiert, könnt ihr es einfach nutzen. Das Ganze läuft noch bis zum 11. Mai. Da nur nochmal Hinweis, dass dann nicht wieder irgendwie ankommt, ah, das habe ich gar nicht mitbekommen und so weiter, deswegen erwähne ich es noch ein paar Mal, könnt ihr das gerne benutzen. Einfach Referral Code beim Account erstellen eingeben oder den Link unten in der Beschreibung benutzen, Star Citizen kaufen oder so oder Star Citizen spielen, da ist der dann automatisch schon drin. So, nun kommen wir zum Thema Freelancer und was ihr damit Tolles machen könnt, um euch den Einstieg ins Spiel wesentlich zu erleichtern. Also, wir unterstellen hier aber eine Kleinigkeit. Wir unterstellen, dass ihr den Referral Code benutzt habt, denn dann habt ihr 5000 Startgeld. Das ist relevant und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einfach euch die Freelancer einmal spawnen. So, ich habe jetzt natürlich noch mehr andere Schiffe. Ignoriert das einfach alles, was hier noch nebenbei ist. Wir nehmen jetzt hier diese Freelancer, die ganz normale. So, die hat eine Cargo-Kapazität von 66 SCU, was schon ganz erheblich ist. Mal so als Vergleich, die Aurora MR hat 3 SCU, eine Avenger Titan hat 8 SCU, eine 300i hat auch 8 SCU. Also da seht ihr schon, selbst der Cutlass Black hat, glaube ich, wie viel hat die? 50? Also auch weniger. Also 66 SCU ist schon eine ganze Menge Platz für Frachtraum. Und das sollte man nutzen. Ich zeige euch jetzt verschiedene Dinge, die ihr speziell mit der Freelancer machen könnt. Die ihr zwar rein theoretisch auch mit anderen Schiffen machen könnt, aber dort lohnen sie sich nicht, weil entweder Frachtraum zu klein ist oder die Waffen zu schlecht sind, wie auch immer. So, das erste, was ich euch zeigen möchte, ist Trading. Trading ist sicherlich sehr, sehr rentabel und auch sehr, sehr einfach. Wer keinen Bock auf Trading hat, wird kein Trading machen, aber ich denke, das ist trotzdem ein ganz wichtiger Part, um erstmal ein bisschen Kohle zu verdienen im Spiel, damit ihr euch auch Dinge kaufen könnt. Ne? Ihr müsst ja euch Ausrüstung kaufen, Waffen kaufen, Munition kaufen und auch für die Raumschiffe verschiedene Items kaufen, damit ihr besser seid in-game und auch ein bisschen stärkere Gegner platt machen könnt. Und da ist Trading, gerade weil es eben fast kein Risiko beinhaltet, sehr, sehr angenehm. Ich bin jetzt hier übrigens in Port Olisar. Ihr könnt natürlich nicht in Port Olisar spawnen aktuell. Das heißt, mein Tipp wäre an euch, wenn ihr diese Variante hier machen möchtet, dann macht ihr Folgendes. Bei eurer Charaktererstellung, also beim ersten Mal einloggen, spawnt ihr ja entweder in Microtech, in Hurston oder in A-Corp. Mein Tipp, nehmt A-Corp, ihr könnt auch aber auch einen anderen nehmen, und dann fliegt ihr einfach von A-Corp aus zum Crusader L1, zu diesem Reststop hier. Ja, das ist eine kleine Raumstation, ich fliege es von Port Olisar dorthin, das ist aber egal. Also ne, einfach dorthin fliegen und dann zeige ich euch gleich, was wir dort machen. So, ich cutte an der Stelle kurz und dann sehen wir uns gleich wieder.
Noch ein ganz kleiner Tipp zum Thema dorthin fliegen, wenn ihr zu solchen Reststops fliegen wollt, also zu solchen Raumstationen, macht einen Doppelklick auf diesen Punkt, in dem Fall Crusader L1, und dann sucht ihr euch hier, wenn ihr rangezoomt habt, quasi diese Raumstation einfach mal raus. Das ist gar nicht so einfach manchmal. Und zwar haben wir sie hier. Crusader, bla bla bla, irgendwas da. Muss ein bisschen suchen. Dann sieht man es aber ganz gut, dann direkt anklicken, denn dann habt ihr eine deutlich angenehmere Reise dorthin und müsst nicht zwischendurch nochmal einen Zwischensprung machen. Ne? So, okay, ich fliege mal dahin, würde sagen, bis gleich. So, wenn ihr dann bei dem Reststop, also bei der Raumstation hier angekommen seid, müsst ihr euch nur noch eine Landeerlaubnis holen und dort einmal in den Hangar fliegen, beziehungsweise aufs Landing Pad fliegen und reingehen. Das haben wir schon tausendmal gemacht, habe ich euch auch schon tausendmal gezeigt, wie das funktioniert, deswegen cutte ich es auch nochmal ganz kurz raus. Dann wisst ihr aber jetzt schon mal, wie es hier an der Stelle weitergeht. Und dann sehen wir uns gleich im Innenraum dieser Raumstation wieder. Bis gleich. So, in der Raumstation angekommen, suchen wir jetzt natürlich das Administration Office. Das ist in dem Fall bei dieser Raumstation hier einfach links lang, direkt nach dem Fahrstuhl quasi. Hier ein bisschen durchlaufen, einfach nur links rum, die Treppe runter, so. Zack. Und dann haben wir das Administration Office auf der, ich glaube links hier war es, hier links rum, genau. Da einfach reingehen. So, beim Trading ist es natürlich immer, geht es natürlich immer um die Sache, möglichst viel Value, also möglichst viel Wert in den Frachtraum zu bekommen. Das heißt, je kleiner der Frachtraum ist, desto teurer muss die Ware sein, logischerweise. Und bei kleinen Schiffen, also gerade bei einer Aurora MR mit 3 SCU, ist es sehr, sehr schwierig, sinnvolle Waren zu traden, weil, naja, 3 SCU ist einfach sehr, sehr wenig. Glücklicherweise haben wir eben bei der Freelancer 66 SCU und daher lohnt sich hier also auch Dinge, die nicht ganz so wertvoll sind pro Stück, aber dafür eben prozentual einen hohen Gewinn abwerfen. Dazu gehört, ich zeige euch das einmal ganz kurz hier, Freelancer, das Material Scrap. Das können wir hier kaufen, der Preis schwankt immer so ein bisschen. Aber im Durchschnitt kriegen wir hier so 25, 26, 27 Prozent Gewinn raus. Voll kriegen wir es nicht, jedenfalls nicht unter der Voraussetzung, die ich vorhin sagte, mit 5000. Deswegen machen wir jetzt hier mal ein bisschen weniger rein. Und ihr seht, wir kriegen die Freelancer also etwa halb voll. Ja, ungefähr halb voll. Beachtet bitte dabei, wenn ihr jetzt einen Server-Crash haben solltet, ist die ganze Kohle weg. Also zumindest wenn das passiert, während ihr rumfliegt. Das heißt, wenn ihr also lieber auf Nummer sicher gehen wollt, nehmt halt weniger in den Frachtraum rein, entsprechend nur die Hälfte maximal. Aber ich persönlich mache es hier mal 5000, um einfach mal zu zeigen, wie viel Geld man jetzt hier in absoluten Zahlen rauskriegt, wenn man jetzt hier mit, ja, 5012, die 12 können wir ignorieren, also mit 5000 Tacken mit dem vollen Startgeld kriegt. So, ich lade das jetzt einfach mal hier rein in meine Freelancer. So. Lalalala. Zack. Jetzt ist der Frachtraum hier mit 35 SCU etwa halb voll belegt. Und nun kann ich das Ganze verkaufen. Wo mache ich das? Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Ihr geht einfach zurück in euer Schiff rein. Ja, fliegt jetzt einfach nach Port Odisar. Das ist ja glücklicherweise sehr, sehr nah. Das ist ja hier direkt daneben. Ja, einfach hier bei, warte, so. Einfach hier bei Crusader einen Doppelklick drauf machen. Port Odisar anklicken. Set Route machen. Dann im Raumschiff. Und dann seid ihr direkt wieder in Port Odisar innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Zu den Zeiten komme ich gleich nochmal. Ich fliege es fix rüber nach Port Odisar und wir sehen uns dort wieder beim Verkaufsterminal, beziehungsweise beim Landen, je nachdem, wie ich es gleich schneiden werde. Ne? Also, bis gleich. So, und da sind wir auch schon auf dem Weg zur Port Odisar Landing Pad. Haben wir auch schon geholt. Ich lande hier einmal ganz fix. Jetzt einfach nur rüberfliegen, das ist wirklich sehr, sehr easy. Landeerlaubnis auch hier anfragen. Und dann landen. Und dann ist auch eigentlich schon alles erstmal das Wichtigste getan. Denn dann kann euch im Grunde genommen nicht mehr allzu viel passieren. Ne? Zwecks von wegen Server Crash oder ähnliches. So, machen wir Autoland. Landen die Chose. Ein kleiner wichtiger Tipp noch meinerseits. Benutzt auf keinen Fall, wenn ihr das macht, generell bei der Freelancer niemals benutzen, die Seitentür. Diese bitte grundsätzlich meiden, denn in etwa 20% der Fälle, wenn ihr diese benutzt, egal ob beim Aus- oder beim Einsteigen, werdet ihr sterben. Das hat damit zu tun, dass die Animation leider immer noch verbuggt ist. Und ja, deswegen immer schön brav die Luke hinten benutzen.
zeige ich euch auch mal ganz kurz. Hier sind übrigens unsere Frachtkisten, die wir uns gekauft haben. Und ihr seht, da ist noch Platz nach oben. Dazu werde ich aber gleich nochmal ein paar Worte sagen. Ja, ungefähr die Hälfte. So, immer schön hier hinten die große Luke benutzen. Auch dann gleich wieder zumachen, nach dem Aussteigen, dass niemand hier reinfliegt und das Schiff klaut. Auch mal dran denken, ne? So. Und dann gehen wir hier einmal rein. So. Lalalalala. Hier rein. Da rein. Und dann gehen wir natürlich zum Verkaufsterminal, weil wir wollen ja unseren Scrap, den wir gerade gekauft haben, also das ist so Metallschrott quasi, wollen wir jetzt einfach verkaufen. Das geht so. Wir gehen hier hin. An dieses Terminal hier, an dieses Display. Klicken das einfach nur an. Sagen hier Sell. Und sagen dann Freelancer. Müssen wir hier raussuchen, da haben wir sie. Ne? Zack. Und ihr seht, wir können es hier für 1,86 verkaufen. Klick mal an, verkaufen das. Und wir sind hier auch unseren Gewinn. Das heißt, wir haben jetzt hier in dem Fall mit ungefähr mit einem halben Freelancer, wir rechnen gleich nochmal ein bisschen genauer, haben wir ungefähr 1400 verdient. Ungefähr. Das ist immer mal plus minus ein bisschen was anderes. Aber sowas in der Dreh. Jetzt machen wir folgendes. Wir nehmen jetzt mal diese 1000, ich runde jetzt mal, ne, 1400 und teilen das durch die 35 SCU, die wir jetzt eingeladen haben. Dann heißt das, dass uns ein SCU 40 Tacken Gewinn bringt. So, ich verkaufe das mal ganz kurz. So, immer schön darauf achten, dass das hier noch kommt. Und dann habt ihr eure Kohle. So, also ein SCU bringt uns in diesem Falle 40 Geld Gewinn. Das wäre jetzt sozusagen der Gewinn bei Scrap, bei Metallschrott. Dieser ganze Vorgang, den wir jetzt gerade gemacht haben, dauert hin 5 Minuten und rück 5 Minuten. Also ungefähr 10 Minuten brauchst du für einen kompletten Run. Ja? Das heißt, wir können das pro Stunde 6 Mal machen, logischerweise. Wir können es mal auf die Stunde hochrechnen, dann wisst ihr ungefähr, was ihr damit verdient. Das ist aber noch nicht ganz das Wahre, denn, wie gesagt, wir haben ja eigentlich 40 Geldgewinn pro SCU. Jetzt hat die Freelancer ja aber nicht 35, sondern 66. Das heißt, das Problem war nicht die Freelancer, sondern unser kleiner Kontostand. Das heißt, wir müssen im Prinzip diesen Vorgang hier jetzt so lange wiederholen, bis die Freelancer quasi voll beladen ist. Das dauert ein paar Runs, aber wenn wir das dann geschafft haben, dann verdienen wir pro Vorgang mit der Freelancer rund 2600 Ingame-Geld. 2600 Ingame-Geld mal 6, weil wir schaffen es in der Stunde 6 Mal, sind in der Stunde also rund 16.000 Tacken. Das ist jetzt nicht mega viel, aber das ist definitiv mehr, als wir mit einer normalen Aurora MR oder einer Mustang Alpha oder auch mit einer Avenger Titan erwirtschaften können in derselben Zeit und vor allem eben ohne jegliches Risiko, weil wir müssen wieder kämpfen, wir müssen nicht irgendwie langwierig was suchen. Viele Leute machen ja gerne so Kopfgeldmissionen oder ähnliches, komme ich auch gleich nochmal zu. Lohnt sich aber kaum, wenn ich diese kurze Distanz hier mal sehe. Ja, also das ist auch immer so ein wichtiger Punkt, wie schnell kann ich diesen Vorgang machen. Das ist jetzt nicht besonders interessant, diesen Vorgang zu machen, aber es funktioniert. Also, das könnt ihr tun, mit der Freelancer bis zu 2600 in der Stunde organisieren. So, nun ist folgendes. Irgendwann ist die Freelancer ja voll. Das heißt, wir haben dann diese 66 SCU voll ausgeschöpft. Und ab da machen wir keinen Cent mehr Gewinn, egal wie viel Geld wir haben. Und das ist halt ein Problem, denn wir könnten ja noch mehr Geld machen. Nämlich, indem wir die zweite Komponente beim Trading, die noch wichtig ist, erhöhen. Also wir haben quasi den Frachtraum ausgemaxt, der ist voll beladen. Das heißt, wir müssen jetzt den Wert der Fracht erhöhen. Das heißt, ich habe es mal ausgerechnet, ab etwa 20.000 Ingame-Geld. Also wenn ihr bei 20.000 Ingame-Geld seid, beziehungsweise, um es ein bisschen hübscher zu formulieren, wenn ihr in der Lage seid, mit 20.000 Ingame-Geld zu handeln, ne, und noch ein bisschen übrig habt für den Fall, dass irgendwas Schlimmes passiert, dann könnt ihr von diesem Scrap weggehen. Das dauert sicherlich ein paar Stündchen, aber danach könnt ihr auf Diamant umstellen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Da wir noch im Bereich von Port Odysar sind, durch unser Trading mit dem Scrap, können wir jetzt also, wie gesagt, zu den Diamanten übergehen, wenn wir also unter der Voraussetzung, wie gesagt, 20.000 Trading-Kapital hätten, rein theoretisch. Dazu machen wir folgendes, wir nehmen unsere Freelancer, unbeladen, ganz normal, ne, ohne irgendwas drin, und fliegen zum Mond Selin. Und das mache ich mal ganz kurz.
Und dort gibt es nämlich einen wunderbaren kleinen Außenposten. Dieser nennt sich Tram and Myers Mining. Das ist so ein kleiner Mining-Außenposten. Wird gern genutzt, also seid ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass ihr da irgendwie überfallen werdet oder so in der Nähe. Aber in der Regel ist das immer eine sehr, sehr schnelle, easy Route, die übrigens ähnlich lang dauert wie die vorherige. Also zeitlich nehmen die sich fast nichts, wenn ihr wisst, wo ihr hin müsst und wenn ihr wisst, wie ihr das am besten macht. So, wir suchen mal kurz den Punkt, wo er hier ist. Tram Myers Mining wollen wir haben, das ist es auch nicht. Da haben wir es. Man kann es schwer lesen. Oh, aber ich denke mal, so, ne, da wollen wir hin. Das ist unser Punkt. Einfach hinjumpen, geht recht fix und easy. Und ich cutte das mal ganz kurz wieder raus, ist ja nur eine Show, und dann zeige ich euch, was wir dort machen wollen. So, das da unten ist Tram and Myers Mining. Ihr seht, das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Posten. Der hat auch, glaube ich, nicht mal ein Landing-Pad. Wir fahren mal das Fahrwerk aus und landen so ein bisschen abseits. Einfach daneben, ein bisschen daneben landen hier, so, ein Stückchen noch. Gehen wir mal hier einfach mal runter. Hopp, vorsichtig hier mit dem Ding. So, das sieht doch gut aus. Einfach nur landen. Macht hier immer, ganz, ganz wichtig, eure Engines aus, wenn ihr so landet. Zack. Damit das Schiff nicht irgendwie wegtrudelt. Hat man alles schon gehabt, kann immer mal wieder passieren. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, da gehen wir mal rein in diesen Posten. Die meisten dürften ihn ja eh schon kennen, aber wie gesagt, gerade die Einsteiger möchte ich heute so ein bisschen hier mit an die Hand nehmen. Hand in Hand. So. Auch hier denkt immer dran, zumachen. Wenn es denn geht. Jetzt geht's. Ne? Weil du weißt nie, wer hier noch landet und dann klaut er dir dein Schiff. Die Leute können zwar nichts mit der Fracht machen, aber im schlimmsten Fall machen sie einen Unfall damit, fliegen weg und dann ist deine Kohle weg. Ne? Das wollen wir ja vermeiden. So. Hier gibt es nur ein Gebäude, wo wir rein können. Das ist dieses. Da gehen wir auch mal rein. So. Und dort gibt es nach der nächsten Tür ein Trading Terminal. Da links ist es an der Wand dran. Und da können wir mal rangehen. So. Auch hier wählen wir wieder unsere Freelancer aus. Und haben jetzt hier verschiedene Dinge, die wir traden können. Im Grunde genommen, das Sinnvollste ist erstmal jetzt den Diamant. Und ihr seht auch schon am Preis, das ist fast der dreifache, ein bisschen mehr sogar als der dreifache Preis, wie bei den, wie beim Scrap. Aber der Diamant ist nicht so rentabel, also der ist prozentual nicht so gut. Der bringt nämlich nur 20% Gewinn ungefähr. Aber dadurch, dass halt der Wert vom Diamanten höher ist, kriege ich halt bei 20.000, also ihr seht schon, bei 20.000 kriege ich immer noch nicht den Frachtraum voll. Da bin ich wieder bei den 35, wo wir vorhin waren, mit 5.000 Ingame-Geld und dem Scrap. Das heißt also, ich habe es mal so ungefähr ausgerechnet, ihr könnt es früher oder später machen, aber ungefähr bei dem Wert hier würde ich sagen, lohnt es sich dann, Diamanten zu traden. Wenn ihr das dann wiederum durchgespielt habt, dieses Diamanten-Trading, seht ihr hier schon, aha, wir haben noch Laranit. Huch, da war es weg. Laranit ist nochmal ungefähr das Fünffache, ja, vier- bis fünffache Wert wie Diamanten. Das heißt hier, da können wir mal gucken, wie viel Geld ich bräuchte. Na gut, okay, hier ist es nicht genug Laranit vorhanden. Auf jeden Fall, das ist halt das Fünffache nochmal wert. Das heißt also, wenn ihr mit Diamanten am Ende seid, das heißt, ihr kriegt mit Diamanten euren Frachtraum komplett voll, das wäre hier dann der Fall, dann könnt ihr auf Laranit umsteigen. Laranit ist, es kommt immer ein bisschen drauf an, es schwankt auch mal so ein bisschen. Aber Laranit ist ungefähr auch nochmal so viel wert, von den Gewinnmargen her, wie Diamant. Ich glaube sogar noch ein kleines bisschen besser. Das heißt, wenn ihr also über fast 40.000, ungefähr da wäre dann die nächste Grenze, 40.000 Ingame-Geld zum Handeln zur Verfügung habt, könnt ihr auf Laranit umschwenken und könnt eben anfangen, euren Frachtraum damit voll zu pumpen. So, und bis ihr das dann mit der Freelancer durchgespielt habt, diesen Part, sagen wir einfach mal, dann braucht ihr euch über solche Sachen eh keine Sorgen mehr machen. Ne? Also dann seid ihr eh am Ende des Tradings, was aktuell möglich ist, angekommen. Dann hilft eigentlich nur noch ein größeres Schiff. Ja? Weil noch bessere Waren als das gibt es nicht. Und selbst die hier ist schon relativ stark begrenzt, werden wir sehen. Ich nehme jetzt mal noch fix Diamanten, um euch zu zeigen, wie dort der Wert ist. Ich kaufe es mal hier für... Ich versuche es möglichst genau zu treffen. Aber besser geht's nicht. Also für 20.000 kaufe ich jetzt hier Diamanten ein. Das ist etwa wieder die halbe Freelancer. Zack.
Wir merken uns mal 20.000. Und dann übrigens auch hier einfach nur nach Port Olisar fliegen. Auch hier ist es die gleiche Route, nur halt, dass wir nicht zu dem Reststop fliegen, sondern eben hier auf dem Mond landen und einfach dann nach Port Olisar wieder rüberfliegen und das Zeug dort verkaufen. Genau das tue ich jetzt und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in Port Olisar. Bis gleich. Noch ein kleiner Hinweis übrigens mal nebenbei. Im besten Falle könnt ihr dann direkt von dem Posten aus, da unten war er übrigens, direkt nach Port Olisar springen. Es kommt immer darauf an, wie sich der Mond gerade gedreht hat. Im schlimmsten Falle müsst ihr einmal um den Mond rumspringen. Das macht das Schiff aber dann auch relativ automatisch. Insofern ist das kein großer Umweg, ne? Wollte ich nochmal ganz kurz mitgeben. So, bis gleich. So, und da sind wir wieder am Verkaufsterminal in Port Olisar. Freelancer ist geparkt und wir haben Diamanten an Bord. Und wir schauen mal, was wir dafür jetzt Tolles bekommen. Also, wir haben 20.000 Tacken ausgegeben für die Diamanten. Und wir können jetzt hier alles verkaufen für, ja, in dem Fall 22.695. Das heißt, wir haben hier wieder, wenn ihr euch noch daran erinnert, unsere ungefähren 2.600 pro Run, die wir auch schon vorher hatten mit dem Scrap. Also hier seht ihr schon, ist es völlig egal, ob ihr jetzt einen halben Frachtraum voller Scrap habt oder einen halben Frachtraum voller Diamanten habt oder einen vollen Frachtraum voller Scrap habt. Unterm Strich macht ihr gleich viel Gewinn. Der Unterschied ist nur, dass hier jetzt eben Luft nach oben ist, weil jetzt habe ich hier wieder 2.600 mehr gemacht und kann die wieder in meinen Frachtraum in die Diamanten investieren, was ich ja beim Scrap nicht könnte, logischerweise. Also, das ist sozusagen die kritische Menge an der Stelle, 20.000 Tacken ungefähr, wie gesagt, ihr könnt auch schon bei 15.000, das will ich jetzt gar nicht so streng machen, aber ungefähr da macht es Sinn, auf die Diamanten umzusteigen. So, und irgendwann, wie gesagt, habt ihr dann euren Diamantenfrachtraum auch voll und dann steigt ihr halt entsprechend auf Laranit um. Das ist dann also etwa bei, ja, 50.000 Tacken etc., ne, sowas in der Dreh, 40.000, 50.000. So, und mit dieser Variante könnt ihr euch sehr easy, sehr viel Geld machen. Auch das geht übrigens in dem Fall jetzt hier, auch das geht hier übrigens mit ungefähr, ja, 5 Minuten hin und 5 Minuten zurück, also sagen wir mal ungefähr 6 mal die Stunde. Und da haben wir jetzt nochmal hier diese 2.600 durch 35. Und da haben wir eben eine Value von, ja, rund 74. Das heißt, jedes SCU-Frachtraum bringt euch hier 74 Gewinn, also mal 66. Heißt also, diese Diamantenroute würde euch ungefähr, sagen wir, rund 5.000 Tacken bringen pro Run. Also mal 6 wären das 30.000 Ingame-Geld die Stunde. Ne? Da habt ihr mal so ein paar Zahlen, da könnt ihr euch das im Kopf mal ein bisschen überlegen, was euch da am liebsten ist und das auch mit anderen Dingen vergleichen. So, und wie gesagt, Laranit würde dann entsprechend nochmal das Vierfache bringen, wenn wir es irgendwann mit Laranit machen könnten. Wobei ich da sagen muss, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr genügend Laranit kaufen könnt. Aber rein theoretisch, Laranit würde euch zwischen 110.000 und 120.000 pro Run, pro Stunde bringen. Ne? Also das heißt also, durch die Zeit wären dann also ungefähr 20.000 pro Run. Das ist dann nochmal einen ganzen Ticken stärker. Alle 10 Minuten 20.000 kann man sich mal gönnen, ne? Sage ich jetzt mal so. Wie gesagt, das ist alles, was ihr mit der Freelancer jetzt machen könnt, was ihr eben ansonsten nicht machen könnt, beziehungsweise bei weitem nicht so effektiv. Ihr könnt natürlich rein theoretisch sagen, ich trade zum Beispiel mit der Aurora MR gleich Diamanten, werdet aber sehen, dass das deutlich ineffizienter ist, weil einfach nicht genügend Frachtraum vorhanden ist, beziehungsweise einfach nicht genügend Geld. Da lohnt sich das Trading bei weitem nicht so wie bei der Freelancer. So, nun kommen wir aber zu denen unter euch, die sagen, ja, Trading ist ja ganz nett, ist aber langweilig, ist zu repetitiv, ist nichts für mich, ne, will ich nicht machen. Auch für euch bietet die Freelancer ein paar Vorteile gegenüber den anderen Starterschiffen und diese Vorteile schauen wir uns jetzt mal an. So, wenn wir mal die Freelancer hernehmen und diese vergleichen mit der Aurora MR beispielsweise, stellen wir ganz, ganz schnell etwas fest. Nämlich, wenn wir hier rechts mal in die Results reinschauen, sehen wir, dass die Freelancer einfach mal den mehr als den dreifachen, fast den vierfachen Schaden macht, nur mit der Hauptbewaffnung, als die Aurora MR. Außerdem hat die Aurora MR hier zumindest keine
kein Geschütz dabei. Das heißt also, hier kommt nochmal theoretischer Geschützschaden hinzu, wenn ihr denn zu zweit spielt. Auch der Raketenschaden ist hier 6-mal so hoch. Die Schildstärke ist wesentlich krasser, knapp auch 3, ja, bald 4-mal so hoch. Also ihr seht, da ist eine ganze Menge mehr möglich im Kampfbereich. Das hat damit zu tun, dass die Freelancer natürlich ein Tier-2-Schiff ist, also Size 2. Das heißt, sie ist kein kleines Schiff, sondern sie ist schon ein mittleres Schiff. Das wiederum heißt, sie hat Size 2 Komponenten eingebaut. Zum Beispiel hier die Schildgeneratoren sind, ihr seht es hier, Size 2. Bei der Aurora Meer ist alles Size 1. Auch die Waffen sind Size 3 zum Teil, Size 2 und so weiter. Die Raketenslots sind viel, viel größer. Pipapo. Außerdem hat die Freelance einen riesigen Vorteil gegenüber auch anderen mittelgroßen Schiffen. Sie hat nämlich 2 Schildgeneratoren eingebaut, und zwar standardmäßig. Das heißt, ihr müsst die gar nicht wechseln. Ihr könnt die natürlich noch wechseln, könnt ihr besser einbauen. Aber wir wollen ja irgendwie Geld verdienen mit der Freelancer in-game, deswegen wollen wir ja kein Geld ausgeben. So, auch der Quantum Drive ist deutlich schneller. Hier haben wir 124.000 Kilometer pro Sekunde, also ungefähr ein Drittel Lichtgeschwindigkeit. Die Aurora Meer ist doch schneller. Vergesst, was ich gerade gesagt habe, die Aurora Meer ist tatsächlich schneller als die Freelance. Das ist aber auch neu. Naja, ist auch völlig egal. Sie ist auf jeden Fall nicht viel langsamer, sagen wir es mal so. Also, summa summarum, liegt ja schon auf der Hand, dass die Freelancer deutlich mehr Power hat. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal ein paar Varianten an, ja, was ihr neben dem Trading, wo sie eh schon recht gut ist, auch noch mit der Freelancer machen könnt. So, was mir gerade noch eingefallen ist, bevor ich jetzt zum nächsten Part komme, der eine oder andere wird vielleicht fragen, wieso denn Port Olisar ist doch gar nicht mehr aktuell, das ist doch, ne, pipapo, gibt es schon Planeten und coole Landing Zones und so weiter. Das große Problem, Freunde, ist folgendes. Man muss beim Trading, das ist wichtig, beim Trading muss man immer mit berücksichtigen, wie viel Zeit brauche ich denn eigentlich dann für diese ganzen Laufwege. Und ich halte weiterhin Port Olisar, kann natürlich jeder eine andere Meinung haben, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich halte Port Olisar weiterhin für den ultimativen Trading-Posten, der Dinge ankauft. Nicht verkauft, sondern ankauft. Denn bei allen anderen, die irgendwas ankaufen, muss ich mich mit dem Zug irgendwo durchwurschteln, ewige Laufwege hin und zurück wahrnehmen. Das ist sehr, sehr umständlich, und da ist Port Olisar einfach super, super genial. Das wollte ich noch ganz kurz mit auf den Weg geben. Aber ihr könnt natürlich auch woanders traden. Ich mache jetzt hier nur ein Beispiel, was ich persönlich für sinnvoll halte. Gerade für Einsteiger, die sich in diesen großen Landezonen noch nicht so gut auskennen und dann sich noch verlaufen und so weiter und vielleicht einfach erstmal nur ein bisschen Geld verdienen wollen. Ne? So, kommen wir nun also zum nächsten Punkt, nämlich dem Kampf. Beim Kämpfen ist es so. Normalerweise wirst du mit der Aurora MR oder mit der Mustang Alpha fast nicht kämpfen. Ja? In der Regel wird man hier solche kleinen Delivery-Missionen machen, auch hier unten diese hier, aber Kampfmissionen sehr, sehr unwahrscheinlich. Guckt euch hier aber auch gerne um, wenn ihr keine Freelancer benutzen wollt, wenn ihr sagt, nö, ich will meine Aurora, der habe ich mir gekauft, den will ich jetzt spielen, dann macht ihr solche Delivery-Missionen und versucht ein bisschen nebenbei mitzutraden. So, wenn ihr aber ein bisschen kämpfen wollt, dann lohnt es sich, einen Blick in das Mercenary hier reinzuwerfen. Bei den Quests hier unten, ne, einfach ein Questmenü aufmachen, Mercenary suchen, und dort haben wir verschiedene Dinge. Zum Beispiel Claimjumpers Mission. Die bringt 10.000 Tacken und ist damit ja relativ wertvoll, nämlich entspricht diese jetzt rein rechnerisch dem Trading gesehen 4-mal diese Runde drehen mit den Scrap. Also 4 Runden Scrap, also quasi 40 Minuten. Nun ist natürlich die Frage, schaffe ich diese Mission mit der Aurora MR? Antwort, nein. Ziemlich garantiertes Nein, weil einfach zu schwer. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, ist sehr, sehr hoch, und dann fangen wir wieder von vorne an. Dann kostet noch mehr Zeit. Mit der Freelancer könnte es klappen, und genau das wollen wir uns einmal anschauen. Es gibt noch andere Missionen. Ich möchte euch jetzt mal die Claimjumpers zeigen, und auch dann sage ich euch noch ein paar Worte zum Thema Zeit für solche Missionen. Aber 10.000 klingt ja erstmal gar nicht mal so schlecht. Akzeptiere ich einfach mal hier direkt die erste. Immer einen kleinen Moment warten, bis das Ganze dann hier auftaucht. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Lalalala. Manchmal kommt es auch nicht. Gucken wir mal. Ah, da ist es. So, und nun gehen wir in die Star Map rein, machen doppelt Rechtsklick, denn diese Claimjumpers sind immer ein bisschen abseits. Also wir müssen hier immer eine Flugzeit mit einrechnen in das Ganze. Ich habe natürlich wieder meine Stoppuhr hier und die lasse ich wieder nebenbei laufen. Und ich würde sagen, wir fliegen hier mal rüber. Also, einfach hier das anklicken. Na, manchmal geht es auch nicht. Los, dahin. Okay, er will irgendwie nicht. Dann versuchen wir es einfach, indem wir uns hindrehen.
und B drücken. Na, wieder nicht. Also das sind halt so ein bisschen Probleme immer noch mit der Star Map, leider. Gut, dann müssen wir es so anspringen. Auch das geht nicht. Super geil. Fängt wieder richtig gut an hier, wenn ich anfange mit einem verdammten Quantum Drive zu arbeiten. Ach, Gerd. Okay, ich kann da nicht hinfliegen. Ich kann da nicht hinfliegen. Die Route, oder ich steige mal aus dem Schiff aus. Das kann euch übrigens auch beim Trading passieren. Das ist vielleicht ganz gut, dass es jetzt passiert. Das passiert nämlich leider sehr, sehr häufig. Kann euch da genauso passieren. Müsst euch halt zu helfen wissen. Kurz warten immer beim Einsteigen. Da haben wir so einen Hardcore-Hänger von 5-6 Sekunden, wo einfach nichts passiert. Einfach auch nichts machen. So, da geht's auch weiter. Und dann versuchen wir es nochmal. Ich würde gerne hinfliegen. Gut, er lässt mich nicht dorthin. Wenn das passiert, dann haben wir Pech gehabt. Dann einfach die Quest abbrechen. In dem Fall hier weg. Und wir nehmen einfach eine andere. Es gibt ja zum Glück nicht nur eine Claim Jumpers, sondern es gibt mehrere. Nehmen wir mal die hier. Zack, die ist hoffentlich woanders. Ja, die ist auch woanders. Wir schauen mal, wo das ist. Das ist dort ganz hinten. So, das ist auch problematisch. Die breche ich, also das ist, mache ich persönlich so, könnte auch anders machen. Die breche ich in der Regel direkt ab, weil wir können noch immer nicht durch den Stanton-Stern durchspringen oder da, so ringsrum springen, sondern wir müssten jetzt manuell dahin springen und dann dort wieder hier rüber. Mir alles zu blöd. Also auch hier abbrechen. So. Nehmen wir die nächste. Was mit der hier? Wo ist die? Die ist da. Gucken, ob ich da hinspringen darf. Ja, das geht. Das ist schön. Auf geht's zum Mining Claim 2ZK92P. Wie gesagt, irgendwann wisst ihr, wenn ihr das öfters macht, wo die Dinger sind und welche davon quasi anspringbar sind, welche nicht, welche euch zu sehr umständlich sind. Das kann jeder für sich machen. Aber da haben wir es auch mal mit aufgenommen, dass das alles ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch mal ein bisschen nervig sein kann. So, den Jump hier erspare ich euch. Nehme aber natürlich die Zeit mit auf und wir reden dann nachher über die Effizienz davon, denn das ist ja wichtig. Ich brauche keine 10.000 Geldmissionen machen, wenn die mir fast nichts bringt, auf eine Stunde hochgerechnet. Deswegen kurzer Cut und bis gleich. So, bevor wir da sind, noch ein paar kleine Hinweise meinerseits zum Thema Kämpfen mit der Freelancer. Wir haben hier, einfach mal hier einstellen, könnt ihr hier auf Menü klicken bei den Displays und geht euch mal auf Waffen. Dann seht ihr, wir haben hier bei den Waffen, das sind die ganz normalen Knarren unseres Piloten, haben wir viermal diesen Tarantula Mark III. Das ist eine Munitionswaffe. Waffe quasi. Das heißt also, wir haben hier Munition drin, die ist begrenzt. Also immer ein Auge drauf haken, wie viel Munition ist noch quasi drin. 27 ist eine ganze Menge, aber irgendwann ist es natürlich leer. Das heißt, bevor ihr dann einen anderen Posten anfliegt und weiterkämpfen wollt, eventuell zwischendurch mal zum Reststop und wieder Munition kaufen. Das kostet auch Geld, wenn wir nachher nochmal uns angucken, was so ein Run hier quasi gekostet hat. Ne? Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Raketen, gleiches Spielchen, haben wir hier 8 Stück insgesamt, Size 2 und Size 3. Auch die, falls wir sie dann verbrauchen sollten, müssen wir nachkaufen. Die wachsen nicht von alleine. Und das heißt, wir haben also beim Kämpfen auch immer ein Stück weit Kosten. Das gilt auch fürs Reparieren des Schiffes. Gut, theoretisch auch für den Treibstoff, wobei der nicht wirklich ins Gewicht fällt. Der Treibstoff ist so billig, das kann euch fast egal sein. Ja, ihr könnt das Schiff theoretisch auch claimen, ne? Dann kostet euch das Ganze gar nichts und alles ist wieder voll da, so wie das wie beim ganz neuen Schiff quasi. Aber ja, das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. So, okay, wir sind angekommen und schauen mal, wie wir das jetzt hier am besten hinbekommen. Da müssen wir ein bisschen hinfliegen. Mal gucken, ob wir auch noch ein bisschen näher ranfliegen können mit dem Quantum Drive. Aber ich glaube, bei der kurzen Distanz wird es nicht gehen. So. Übrigens, der Hinflug hat es 4,5 Minuten gedauert ungefähr. Also das ist schon quasi relativ lang. Da hätten wir jetzt schon einen halben Trading Run machen können. Ne? So. Was ich euch immer empfehlen würde, ist, macht den Auto-Aim an, also einmal auf die R-Taste und nochmal auf die R-Taste, dass ihr diesen, ich hoffe, man kann sehen, dass ihr diesen Kreis hier ringsrum habt, denn dann aimt das Schiff automatisch auf eure Ziele, die wir gleich noch anvisieren. So, ich fliege noch ein bisschen näher ran, Stückchen noch, und dann dürften hier gleich Prospectors kommen, die uns angreifen und solche kleinen Satelliten. Macht immer erst die Prospector weg, das ist, die bewegen sich nämlich, da könnt ihr nicht so gut ausweichen. So, wir haben ersten Contact. Irgendwo da unten. Und da haben wir schon die erste Prospector. Diese muss jetzt ausgeschalten werden.
Das heißt, wir haben die im Target und haltet immer das Ziel in dem Kreis. Nicht in dem kleinen hier, sondern eben in dem großen außenrum. Ne? So, ein bisschen näher ran müssen wir. Die können nicht viel, das ist an sich gar kein Problem, aber sie müssen halt weggemacht werden. Und oben sehen wir jetzt, wir haben 9 Mining Claims, die wir zerstören müssen. Das sind die Satelliten. Ein bisschen näher ran muss ich auf jeden Fall noch. Die Freelancer schießt gerade links irgendwie ganz komisch irgendwo hin, aber egal. Also ihr seht, die macht sehr, sehr viel Schaden. Mit der Aurora MR dauert sowas erheblich länger. So, hier ist jetzt so ein Satellit beispielsweise. Der wehrt sich auch. Ja, ich schieße es mal drauf. Der hält ein bisschen mehr aus als so eine Prospector. Es kommt immer darauf an, wie gut ihr ihn halt quasi trefft. Passt auf, dass der euch nicht zu sehr trifft. So, ne? Da war der erste weg. Gar kein Thema. Das geht mit der Freelancer sehr, sehr angenehm. Auch weil sie eben wirklich gute, starke Schilde hat. 2 Stück davon. Und dadurch auch entsprechend viel aushält. Ja? Mit Aurora MR oder mit einer Mustang Alpha ist sowas hier echt sehr, sehr schwierig. So, ich schieße mich jetzt hier mal durch. Ihr habt es gesehen, wie es funktioniert. Ich mache das jetzt mal offscreen weiter. Wie gesagt, einfach nur die Prospectors killen und dann diese Sentries, das sind diese Satelliten, und da immer ein bisschen in Bewegung bleiben, dass die euch nach Möglichkeit nicht treffen, weil die haben recht fiese Waffen, die eure Schilde in 0, nichts auch zerschossen haben. Und dann wird es ganz schnell kritisch. Also da immer ein bisschen aufpassen. So. 3 Schüsse, Prospector weg. Das meine ich, ne? Das seht ihr schon, das ist sehr, sehr effizient, das so zu machen. So, den Rest mache ich jetzt mal offscreen und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, dass ich das hier auch schaffe. Also, bis gleich. So, ich habe die Quest abgeschlossen, alles gekillt und ihr seht oben links an meinem Schiffssymbol, dass ich hier und da schon ein bisschen Schaden bekommen habe. Es hält sich aber noch in Grenzen. Wir schauen mal kurz von außen, wie das da aussieht. Gucken wir mal. Oh, also keine allzu großen Schäden, aber doch so ein paar Sachen, die schon rot sind. Zumindest sagt mir das mein Schiffchen. Das heißt, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, jetzt einmal zu reparieren. Wir haben jetzt auf jeden Fall 10.000 Tacken gerade verdient. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Hier 67.000 haben wir jetzt. Also schnell verdientes Geld. Das Ganze hat jetzt übrigens gedauert. Mache ich mal ganz kurz meine Stoppuhr auf. Ungefähr eine Viertelstunde. So, jetzt bin ich natürlich hier in der Nähe vom Reststop. Das heißt, ich könnte jetzt hier direkt auch reparieren, wenn ich ihn denn finde. Schauen wir mal kurz, ob ich das hinbekomme. Ja, ich glaube, über die Star-Map wird das besser sein. Ja, machen wir das über die Star-Map. Wenn es denn hier überhaupt einen gibt. Also, ich bin jetzt hier. Und hier haben wir... Da ist die Station. Hurston L5, High Course, irgendwas. Kann ich aber... Ah, warte. Geht's? Ja, so geht's. So, das ist wiederum der Vorteil bei diesen Claim-Jumpers-Missionen, dass halt ein Reststop gleich in der Nähe ist. Ihr könnt sogar auf Nummer sicher gehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt, bevor ihr euch ins Gefecht stürzt, dort einmal kurz landen. Falls ihr nämlich sterbt, habt ihr dann direkt euren Respawn-Punkt dort gesetzt und wird auch dann direkt dort wieder entsprechend respawnen und könnt die Quest fortsetzen oder was weiß ich was machen. So, ich lande jetzt mal ganz kurz dort und werde einmal reparieren. Sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon gerade am Landen hier auf dem Landingpad dieser wunderbaren Raumstation. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier reparieren müssen. Treibstoff ignorieren wir jetzt, wie gesagt, der kostet eh fast nichts. Und wir hatten ja auch schon vorhin beim Trading ein bisschen was verbraucht. Das könnte aber im Grunde genommen wirklich ignorieren. Das ist so wenig, das macht die Rechnung, es macht keinen Unterschied einfach. So, aber es könnte ja anders sein bei Munition zum Beispiel. Raketen habe ich übrigens jetzt mir gespart. Ich habe versucht, ohne Raketen das Ganze zu machen. Wenn ihr Raketen benutzt, wird es dann entsprechend ein bisschen teurer werden, aber auch dafür ein bisschen schneller gehen. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht viel nehmen. So, drücke mal auf F1, gehen hier unten auf das Repair-Dingsbums und sehen hier, für 870 Tacken müssen wir repairen, für 48 unsere Munition auffüllen. Gut, das könnte man jetzt, wie gesagt, noch mit reinnehmen, ist aber kaum der Rede wert. Unterm Strich würde ich sagen, ein Tausender jetzt für diese Mission haben wir ungefähr an Kosten. Das kommt aber, wie gesagt, auch ganz stark darauf an, wie gut ihr fliegt, wie sehr ihr euch bemüht, nicht getroffen zu werden und so weiter und so fort. Das kann also auch mal mehr sein, aber auch mal weniger. Aber ein Tausender so im Durchschnitt für eine Claim Jumpers Mission würde ich jetzt einfach mal ansetzen. Das heißt, wir haben 9.000 verdient. Und das Ganze in ungefähr eine Viertelstunde. Das ist ein ziemlich guter Wert, wenn wir das mal rechnen, um das mal noch fair vergleichen zu können mit dem Trading. Also 9.000 durch 15 mal 60 wären das 36.000 Tacken in der Stunde. Das ist eigentlich ziemlich gut, das ist sogar besser als Trading. Ja?
aber man muss eben kämpfen wollen und kämpfen können. Glücklicherweise haben wir bei der Freelancer da wunderbare Möglichkeiten, weil das Schiff einfach relativ stark ist und das Risiko ist hier auch minimal. Eine andere Variante noch für die unter euch, die gerne kämpfen wollen, wenn ihr sagt, nee, das ist nicht so mein Fall hier, diese Claim-Jumpers-Mission, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, je nachdem, wo ihr halt seid, könnt ihr auch so ein bisschen Bounty-Hunting betreiben. Diese Missionen bringen aber deutlich weniger Ingame-Geld, sind dafür auch ein bisschen leichter teilweise und auch kürzer. Also da heißt dann ja, töte mal den, töte mal den, töte mal den. Das sind dann so 5-Minuten-Quests, die bringen dann so 2000 Tacken. Kann man auch machen. Wie gesagt, ich finde die Claim-Jumpers-Mission eigentlich am spannendsten, beziehungsweise auch vom Einsatz vom Spaß, weil man ein bisschen mehr schießen muss. Andererseits aber auch eben vom Reward her ist die relativ gut gemacht und ist mit der Freelancer wunderbar solo lösbar ohne Probleme. So, also diese beiden Methoden wollte ich euch einmal kurz zeigen. Es gibt natürlich noch zig andere Methoden. Ihr könnt auch beispielsweise euch ein Multitool kaufen und eine Höhlenmission annehmen. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Wenn ihr sowas machen wollt, geht das auch. Dann geht ihr auf die Investigation-Mission, sucht euch hier eine raus, wo drin steht Cave on, also irgendwo, ne? Cave on Euterpe, Cave on Dama. So, könnt ihr euch einfach eine raussuchen. Die könnt ihr auch abschließen, müsst aber gar nicht. Es reicht, wenn ihr die Mission annehmt, dann wisst ihr, wo die Höhle ist, dann geht dorthin und minert ein bisschen mit eurem Multitool. Geht auch wunderbar. Bringt auch eine ganze Menge Geld. Es ist halt die Sache, was wollt ihr machen? Also das wäre jetzt noch so die dritte Variante, die will ich jetzt aber nicht groß zeigen, weil wie gesagt, die ist einfach total unspannend. Dazu müsst ihr vor allem auch mal Geld investieren. Also wer das machen will, nur mal ganz kurz die Erklärung an der Stelle. Ihr kauft euch zum Beispiel in Lorville oder in New Babbage, kauft ihr euch einfach folgendes Item. Hier das Pyro Multitool. Gibt es in jedem Waffenshop eigentlich. Und dazu kauft ihr euch noch das Orbit Mining Attachment. Da braucht ihr einfach ein bisschen Startgeld, um das zu machen. Und ihr braucht darüber hinaus noch etwas. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt habe. Habe ich einen Rucksack hier? Achso, das ist Helm. Warte mal, Torso. Da. Das hier braucht ihr noch. Das kostet auch noch ein bisschen was. So, könnt ihr euch auch 2 Stück davon gleich kaufen, wenn ihr es euch dann leisten könnt. Mit diesen 3 Gegenständen, die legt ihr natürlich ganz normal an, könnt ihr einfach mit dem Multitool Minern gehen. Und wie gesagt, dann sucht ihr euch hier bei Investigation so eine Mission raus mit einer Höhle. Ne, das sind immer hier diese Cave-Geschichten. Fliegt dorthin, geht in die Höhle rein, da könnt ihr auch die Quest abbrechen und sucht einfach nach den FPS-Mining-Brocken. Das ist das gleiche Zeug wie im Gefängnis. Genau das gleiche letztendlich. So, und dann könnt ihr das Zeug entsprechend mit Port Odisar oder wo auch immer verkaufen, aus dem persönlichen Inventar heraus. Das ist auch eine sehr angenehme Geschichte. Geht so ein bisschen in Richtung Mining, ist natürlich nochmal anders als mit einem richtigen Mining-Schiff. So, also, da habt ihr im Grunde genommen 3 verschiedene Varianten, die euch zur Verfügung stehen. Aber mir ging es heute eben speziell um die Freelancer, mit dieser kostenlosen Freelancer, was wir damit machen können. Und ich würde mal sagen, das Trading und auch das Kämpfen geht beides sehr, sehr gut mit der Freelancer. Das heißt, ihr habt da auch ein bisschen Abwechslung, je nachdem, was ihr machen wollt. Und ich bin gespannt auf euer Feedback, was eure Variante, eure bevorzugte Variante ist. Oder ob ihr sagt, nee, ich habe sogar noch eine viel, viel bessere Idee, was man mit der Freelancer machen kann. Dann klatscht mal was in die Kommentare dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, ja, wann sehen wir uns wieder? Wir sehen uns morgen Abend im Stream. Und da nochmal ein kleiner Hinweis meinerseits, schaut mal ins Community-Tab. Dort gibt es nochmal eine kleine Abstimmung, was wir morgen Abend im Stream spielen wollen. Da könnt ihr gerne mit dran teilnehmen und ich richte mich dann nach der Mehrheit. Ne? Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for the sun go down on the moon.